Vorhang auf und startfrei zur fünften und gleichzeitig längsten Etappe von Paris-Nizza 2020 und damit auch einmal mehr herzlich willkommen hier bei GCN Racing auf Deutsch. Vier Bergwertungen und zwei Sprintwertungen stehen heute auf dem Plan während der 227 Kilometer und das Ganze ist schon eine ziemlich hügelige bis fast schon bergige Etappe. Insgesamt werden fast 20 Berge überfahren, aber nur viermal gibt es dabei Bergpunkte. Bei glücklicherweise trockenen Bedingungen starteten noch 129 Rennfahrer auf diese fünfte Etappe. DJ Van Garderen war nicht mehr gestartet, er wollte nach Hause zu seiner Familie aufgrund der Corona-Problematik. Max Schachmann im gelben Trikot unterwegs und hier sehen wir die vier Ausreißer des Tages. Ryan Mullen für Trek Segafredo, Alexis Goujard für AG2R La Mondiale, Anthony Turgis für Total Direct Energy und Jan Tratnik für Bahrain McLaren. Hinten im Feld, da ließ man die Jungs an der langen Leine. Die Sprintermannschaften hatten das Ganze immer wieder kontrolliert und leider gab es auch heute wieder Stürze. Hier sehen wir Michael Woods für das Team EF Education First. Der war knapp 50 Kilometer vor dem Ziel in einer Abfahrt gestürzt und musste dann leider auch wenig später das Rennen aufgeben. Die vierte und letzte Bergwertung des Tages ging auch noch einmal an Turgis und der kommt damit heute auf 19 Punkte. Und damit ist er jetzt bloß noch 3 Punkte hinter Jonathan Hubert, seinem Teamkollegen, der ja das Bergtrikot trägt. Auf den letzten 20 Kilometern teilte sich dann diese Spitzengruppe nochmal. Turgis und Mullen ließen sich einholen und vorne waren immer noch Tratnik und Goujard. Hinten im Feld, da ging es immer noch um eine Sekunde und zunächst lanciert Heinrich Hausler Dylan Tönz und der sprintet dann gegen Sergio Higuita. Higuita kommt aber nicht ganz heran und damit geht die Sekunde an Tönz. Und hinten ging dann direkt wieder die Post ab. Julian Alaphilippe, der gestern das Heimspiel hatte, nimmt Ivan Garcia Cortina, den Sieger von vorgestern, mit. Die beiden setzen sich ein bisschen ab, aber das Feld ist aufmerksam, zieht sich in die Länge, reagiert und die beiden werden wieder eingeholt. Und dann kommt die Konterattacke von diesen fünf Jungs. Jungels, Kasper Asgreen, Dylan Tönz, Jasper Stöven und Nikias Arndt können sich nochmal vom Feld absetzen. Das Tempo geht richtig in die Höhe. Aber die große Lücke geht nicht auf und die Gruppe nimmt sich dann sogar noch mal selber auseinander. Also die große Einigkeit war nicht da und dafür aber war das Finale komplett eröffnet. Die letzten 9 Kilometer brachen an, noch knapp 20 Sekunden Vorsprung für diese beiden Jungs. Und Tratnik setzt dann noch mal einen drauf und versucht Goujard abzuhängen. Das klappt auch. Tratnik also jetzt als Solist an der Spitze. Für die Sprintermannschaften hieß das also jetzt richtig Gas zu geben und Philippe Gilbert spannt sich also vors Feld. Für ihn eigentlich, für Caleb Yoon, aber der hat wieder Pech. Nachdem vorgestern schon Hugo Hofstetter bei ihm per Anhalter durch die Galaxis fahren wollte, hat er jetzt hier einen anderen Defekt und ist wieder mal raus. Und damit springen wir direkt auf den letzten Kilometer. Und da liegt Tratnik immer noch vorne und zwar ungefähr mit 10 Sekunden. Also wirklich beste Voraussetzung hier für den Slowenen, einen Etappensieg einzufahren. Und der gibt alles. Dem kommt das Laktat aus jeder Hautpore. Der greift den Unterlenker, geht nochmal aus dem Sattel und beschleunigt. Und liegt auch auf den letzten 200 Metern nach vorne. Aber hinten sehen wir, da ist der Sprint schon voll eröffnet. Nicolo Bonifacio auf der rechten Seite knallt durch die Lücke, hat einen wahnsinnigen Antritt, kommt mit ganz viel Schwung vorbei, schlägt nochmal den Haken und zieht das Ding da tatsächlich durch. Der Italiener gewinnt diese Etappe für das Team Total Direct Energy und dahinter streiten sich dann Sagan und auch Ivan Garcia Cortina um die Plätze. Wir haben auch noch ein rotes Trikot gesehen, das müsste Buhani gewesen sein, da gucken wir gleich nochmal drauf. Hier aber freut sich erstmal Bonifacio, der zweite Saisonsieg für ihn in diesem Jahr. Er hat ja schon bei der Saudi-Tour eine Etappe gewinnen können und jetzt sehen wir den Sprint nochmal von vorne. Also Tratnik, der tragische Held in diesem Sprint, wird eingeholt an der 75-Meter-Marke. Wahnsinn, Bonifacio schlägt einen Haken, rechts da sehen wir Buhani, in der Mitte ist dann der Mann im schwarzen Trikot, das ist Sagan und neben ihm Ivan Garcia Cortina. Die machen alle drei nochmal einen Tigersprung, es ist also ganz eng und hier ist das Ergebnis. Bonifacio gewinnt vor Garcia Cortina, dann Sagan auf der 3, Buhani wird 4., Hofstetter 5., Pascanon 6., Degenkolb wird 7. und dann auch noch Viviani, der Europameister. Und er hier, er war auch gar nicht so weit weg, er wird heute 17. und verteidigt damit sein gelbes Trikot. Schachi, Maximilian Schachmann bleibt in der Pole Position und führt weiterhin mit 58 Sekunden vor Sören Krogh Andersen. Und Großschartner auf der 3 sowie Polet auf der 4 und Higuita auf der 5 sind alle nicht weit weg. Und auch Vincenzo Nibali auf der 11 immer noch in Schlagdistanz. Das ist wirklich auch von den Zeitabständen her alles noch sehr, sehr eng. Morgen dann 161,5 schwere Kilometer. Es sind noch nicht die ganz großen Berge, aber es geht ständig hoch und runter und das Ganze nochmal mehr als heute. Gleich 6 Bergwertungen gilt es zu absolvieren. Also da kann durchaus was passieren. Es müssen alle Gesamtwertungsfahrer auf der Hut sein. Ansonsten kann man da ganz schnell mal den nötigen Boden unter den Füßen verlieren. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid, denn da geht's wieder rund hier bei GCN Racing und Paris-Nizza 2020. Bis dahin, ciao, ciao!